Hey, ja, willkommen zurück zu Eternal Poison, zur nächsten Aufnahmesession. Und ja, beim letzten Mal haben wir einen Bosskampf erfolgreich abgeschlossen, das heißt, wir sind ganz erfolgreich. Wir haben alle Märchen geschnappt, den Boss geschnappt, keinen verloren und ja, haben danach das Übliche gemacht hier in Isapolis, das heißt, Märchen geopfert und uns an ihren Schrein ergötzt, wenn sie welche hatten. Dann haben wir mit Leuten geredet und haben natürlich hier angekauft. Und jetzt geht's weiter, ja, mit dem nächsten Gebiet, wie immer. Und zwar verlassen wir Isapolis natürlich und ja, sind weiterhin unterwegs im Far West, The Ancient Road. Ja, die letzten Male waren wir in Serenity. Haben wir abgeschlossen, wie gesagt. Jetzt geht's weiter. Wir haben die Auswahl zwischen Legends, Harmony und Honor. Ja, da wollen wir allerdings nicht hin. Weil. Ja, warum wohl? Weil wir da schon mal waren. Als Sage. Ja, wir lesen also. Wir haben uns auch was zwischen Legends und Harmony und lesen natürlich mal vor. Ich lese mal vor, was uns da erwarten könnte oder worum es da geht in dieser Gegend. Ja, fangen wir mal an. This is the courtyard of an ancient temple. A man from the type who lived here brought a young god to this courtyard to worship him. There is no record of the tribe after that. Ah ja, hier gab es also einen Stamm, wo ein Mann einen jungen Gott hergebracht hat, um ihn anzubeten. Zu dem Hof des alten Tempels. Und ja, seitdem hat man nie wieder was von denen gehört. Ja, klingt eigentlich eher nicht toll. Nein. Gut, mal Harmony, wie sieht's da aus? In the Winchester Woods, north of Rydia, the tribes worshipped the trees themselves. This sanctuary was treated with the greatest respect. Ja, hier geht's um einen anderen Stamm, der Bäume angebetet hat. Ja, hier werden keine Götter angebetet, sondern Bäume. Das wurde entsprechend mit dem höchsten Respekt durchgeführt. Ja, klingt ja gerade relativ einladend, finde ich. Ja, Harmonie, würde man sagen. Hier gehen wir auch hin. Und ja, take this pass. Ja, nun, nee. Und we taken this pass. Oder so. Nee, we took this pass. Nee, ach. We take this pass. Ja, genau. Was war das für ein blödes englischer Versuch? Keine Ahnung. Ah, wieder eine Rückblende. 2 years ago. Mal los. Stay focused, Oliphant. In times of crisis, your men will look to their commander for hope and reassurance. Ja, das stimmt. Da gucken die Leute zu ihrem Anführer hoch und ja, fragen sich, wo er diese Motivation hernimmt, um sie selbst zu motivieren oder so ähnlich. Ja, irgendwie so. Right now, I think you'd depress them even more. Das ist eigentlich schlecht, ja. Who the hell cares? It's just us right now. Was für eine Einstellung, Mann? Was soll das für eine Einstellung sein? Oliphant, things have changed. I think you need to realize your own importance. Welche Wichtigkeit? Importance? You're the Valdian commander, or have you forgotten? Ich glaube, beim letzten Mal, wir hatten ja schon mal eine Rückblende, da war glaube ich noch nicht der Kommandeur. Da war er doch, das glaube ich noch nicht. Ja, auf einmal in der Zwischenzeit ist es geworden, wie es aussieht. Okay. Natürlich, also dann natürlich wichtig, gut gelaunt zu sein, die Leute zu motivieren, das stimmt dann natürlich noch mehr, weil er ist ein ganz großer Anführer entsprechend. Commander, me? Ja. Offenbar schon. Don't make me laugh. I'm not fit to be commander. Wieso? Wie sagst du das? Wieso? We both know you're the one who should have gotten this title. Ja, natürlich die Frage, warum ist er eigentlich geworden? Er ist ja auch schon länger dabei, so wie ich das verstanden habe. Er ist ja schon länger dabei als Oliven. Oliven. Ja, Oliphant, ja, Oliphant eigentlich, nicht Oliphant. Oliphant. Muss man getrennt sprechen. Ja, weil eigentlich ist ja Loki schon länger dabei.
Warum ist das jetzt nicht geworden? Ich habe Möglichkeit, während seine Ausbrüche und wegen seine Bluträusche, die wir jetzt ein paar Mal schon gehabt haben in der Gegenwart, wo natürlich die Frage ist, gab es die damals auch schon? Ja, wenn ja, wird es sicherlich ein Grund sein. Natürlich dann immer noch die Frage, wo die herkommen, das ist eine andere Frage, aber dann würde es Sinn machen, wenn er es nicht geworden ist. Oder eine andere Alternative ist natürlich, wenn es überhaupt möglich ist in Valdia, er hat Nein gesagt, er wollte es gar nicht werden. Vielleicht mag er keine Verantwortung. Möglich ist das ja. Wer weiß, ob überhaupt Nein möglich wäre, ja? Vielleicht sagen die, nee, entweder du nimmst das an oder du wirst rausgeschmissen, so sinngemäß. Kann ja auch passieren, gibt's ja, also soll es ja auch geben, weil es eine Ehre ist, befördert zu werden. Deswegen ist Nein vielleicht auch nicht gern gesehen. Ja, wäre auch die Möglichkeit, aber das sind ja die beiden Gedanken, die ich dazu habe, ja, warum er es nicht geworden ist. Oliphant. I'm the guy who couldn't even save his own regiment. Oh Gott. Es passiert auch mal, ne, dass man seine eigenen Leute verliert, leider. Ist leider tatsächlich mal so. Ich habe gerade als großer Anführer, muss man auch mal Leute in den Tod schicken. Für das größere Wohl, so ist das. On the last mission, I couldn't do anything when the Reef tribe fell to the Margin. Ja, mit den Märchen, da habe ich auch so einen Verdacht, so ein paar mir Gedanken gemacht. Eigentlich ist das ja laut Spiel-Story so, dass die Märchen allesamt von Berserk kommen. Es in der Welt so gesehen keine Märchen gibt, außer in Berserk. Wir wissen durch Sales Geschichte, dass ja sowohl Waki als auch Sage selbst mal in Berserk gewesen sind vor dem Spiel. Vor dem Spiel hier. Weil die Märchen in Berserk haben sich ja an Waki erinnert, als Silberwolf, und dass er mal weggegangen ist und so weiter. Das heißt ja entsprechend, dass Berserk immer wieder auftaucht. Und in irgendeinem Rhythmus, keine Ahnung. Und entsprechend, wahrscheinlich in der Zeit, wo Berserk auftaucht, Märchen das Reich verlassen, weil die greift ja Valdia an, da haben wir ja im Intro gehört seinerzeit, sich quasi auch niederlassen außer von Berserk. Ob sie sich dann irgendwie, ob da irgendwie eine Population entwickelt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ja, wenn die werden halt bekämpft, die Märchen. Und bevor die Wahl ausgerottet werden, taucht Berserk wieder auf und füllt den Bestand wieder auf, so sinngemäß, ja. Das habe ich mir Gedanken gemacht. Das könnte vielleicht die Ursache sein, wieso es Märchen gibt, auch wenn Berserk nicht da ist. Weil Berserk halt mehrmals da ist und die Märchen vielleicht das Gebiet verlassen, einfach das Reich. Weil sie woanders angreifen und Terror machen und so weiter. Ja. I couldn't save them. I can't save anyone. Ach Gott, dacht das doch nicht. Ja, was kann man dazu sagen, ehrlich? That's not true. You did save one. Ja, wahrscheinlich sagt er jetzt, nehme ich an, dass er, du hast mich gerettet oder so gesagt hat. Ja, dass er halt, er sagt, du hast mich gerettet oder so. Ja, möglich, aber wer weiß. Huh? Das wollen wir was erfahren. I heard a girl from the Reeve tribe was found alive after the battle. Aha, ein Mädchen wurde gefunden? Lebendig? Okay. Are you sure? Ja, das ist natürlich die Frage, sagt er das jetzt, um ihn aufzumuntern? Oder sagt er das jetzt, weil es stimmt? Wo dann natürlich die Frage wäre, wie lange ist der Kampf jetzt, wie lange liegt der jetzt zurück? Weil wenn er einfach länger her ist, würde ich mal sagen, das müsste mit der rausgekommen sein, dass er überlebt hat. Aber wenn es erst kürzer ist, dann nicht unbedingt, ja. Ist er vielleicht nicht zu ihm vorgedrungen. There's a girl out there who owes you her life. You did something good out there. Ja, ich meine, für eine Person hat er was Gutes getan. Das kenne ich ja von meinen Let's Plays, ja. Die werden in den meisten Fällen auch nur von einer Person verfolgt. Ja, der kann sich glücklich schätzen, wenn auch dieses auch guckt hier. Danke, danke. An dieser Stelle. Okay. I sure hope so. Ja, sicherlich. Gut. Also sind wir in der Gegenwart angekommen, okay.
How are you feeling? You good to go? In der Gegenwart heißt das Gebiet entsprechend Wald, ja, Wald von Berserk. Ach ja, wird wohl wieder gut gehen hier. Hat sie ausgeruht, wie es sich anhörte. Ready for battle, Commander Oliphant, sir? Also förmlich, oh. I'll get off. Ja, er mag das wohl nicht. You know, as hard as I try, I just can't do anything right. Ach Gott, er ist immer noch depressiv. War schon wieder. Schlimm. I'm not worthy to be called Commander. Oh, das hat bestimmt Lenarchen eingebläut, ey. Weil sie das gesagt hat. Bei der Begegnung. Das auch mal leider da wirklich drunter. Ja. If you're talking about the Oliphant I know, I'd say you're completely wrong. Ja, bisher hat es doch wunderbar geklappt. Aber du nicht würdig warst. Bisher ist noch keiner gestorben von unseren Leuten. Ja. Hey, we don't have time to sit around and chat about the old days. Warum, Mary? Hast du irgendwas vor? Wieso ursprünglich hier, um die Prinzessin zu retten? Sie hat uns allerdings gesagt, dass sie momentan nicht gerettet werden möchte. Ja, also, haben wir irgendwas vor? Ich würde sagen, doch dann Zeit haben, um gut zu sitzen und über die alten Zeiten zu plaudern. Oder nicht? Also, Let's Play Zeit zum Beispiel, wo es eigentlich bei mir nicht so viel Neues, so viel verändert hat in der letzten Zeit. Weil eigentlich, wenn man es genau betrachtet, ich bin damals schon Teil eines Schwungs gewesen an Let's Playern. Und das hat sich gefühlt nicht geändert, ja. Immer noch dieselben Schwung, dieselben Schwünge in Sachen neuen Let's Playern. Ja. Also eigentlich haben wir noch gar nichts vor. Zumindest was uns eilig wäre, finde ich. Yeah, yeah, we're coming, alright? Okay. I'm just looking out for your best interest, boss. You should be thanking me. Ach, wie aufmerksam, Mary. Wie aufmerksam, ehrlich. Well, I didn't ask you to do that. Now let's get ready to move. Ja, gut, aber mal loslegen, ne? What's the matter with him? Er ist immer noch sauer und enttäuscht über Lenarch, würde ich sagen. Marie, your directness might be just what he needs to become a better leader. Ja, vielleicht, weil wenn du ihn immer an deine Pflichten erinnerst, wie immer die momentan aussieht, wenn die Prozesse wieder nicht gerettet werden, konzentriert er sich vielleicht eher drauf. Kann natürlich sein, weil man ja keine Zeit hat, großartig Zweifel zu erheben oder ähnliches. Ja? What the heck does that mean? Ja, ich denke mal, dass das gemeint ist, was ich ihm sagte. Und ich bin froh, wenn du es mal nicht weißt. Dann weiß ich mal mehr als Charakter im Spiel. Auch mal eine tolle Erfahrung. Das macht wirklich toll. Auf jeden Fall geht's jetzt los mit Strat 2 Forest Harmony. Harmony, ja, Vanquish your Enemies. Ist das Ziel wie immer? Ja, muss ich eigentlich nicht vorlesen, aber gefühlt 60 Mal gelesen. Ich weiß nicht gar nicht, wie viele Kämpfe wir eigentlich haben. Eine Geschichte, glaube ich, hat so 20 Kämpfe oder sowas, ja? Kann das hinkommen? Das klingt gar nicht mal so viel, aber man sieht ja, wie lange die Spielzeit dauert. Ja, Deploy. Wir nehmen natürlich unsere liebliche Gruppe, Irina und Stein. So, wir gucken mal hin. So, was ist hier? Na gut, wollen wir mal. Wir sind ja hier ran. Das war eigentlich nicht so gedacht. So. Wollen wir die noch weiter hier ranbringen, so. Ach, das passt. Ach, das passt schon so. So. Komm her. So, Conditions. 10 Gegner. Uff, ganz schön viel. Ja, warte mal. Das wird ja was. Naja, egal. Ich habe das schon. Karte angucken. Wir fangen hier an, wie wir ihn gesehen haben. Da ist ein von diesen Gadilash. Verwundbar gegen Feuer, den man nur auf minus 75 statt 100. Licht. 50, ja, und das war's dann auch. So, hier. Chaos Soul, Hundbanging Feuer und Licht und Erde und Schlag und Hiebwaffen. Wenn auch nicht ganz so stark, aber ein bisschen. Ein Siffler.
Siffler, Humper gegen Feuer, gegen, ja, gegen alles außer Erde und Dunkelheit. Okay, noch welche von denen. Ein Ackermod und hinten eine Truhe. Ackermod, Humper gegen Feuer und Stichwaffen. Hübner, verwundbar gegen Feuer und Schlagwaffen. Also im Grunde, ja, man kann fast sagen, Feuer ist wieder die Allzweckwaffe. Mal gucken hier. Da ist noch eine Truhe. Das ist ja gemein. Ey, das ist so verwinkelt hier, man sieht da auch nicht so genau. Da sind zwei Truhen hier, ist das richtig? Ja, man sieht da fast gar nichts, das ist ja echt übel. Na gut, ist aber so. Ja, gut. Lexikon. Haben wir noch nichts Neues? Nee, außer dass wir Howling jetzt voll haben, aber alle gefangen haben mal. Aber können wir doch nicht mehr vervollständigen. Weil diverse Bosse entgangen sind. Damals bei Sage der erste. Moon Bellator zum Beispiel. Kriegen wir gar nicht mehr. Das ist ein bisschen blöd. Aber ist halt so. Na gut, ich würde sagen, wir starten und legen los. Also beginnt die Battle. Yes! So, wir wollen den Ziffler zuerst schnappen, ne? Ist ja klar. So, immer Schuhe anziehen. Das richtige bisschen diffus die Geschwindigkeit erhöhen. Oh, komm her. So. The Tech Track Test! Huh? The Mo to Easel! Hat man hier mal Easel. Ne, Easel haben wir das erste Mal jetzt gehört, ne? Easel. Easel haben wir das erste Mal in der Geschichte. Was, dieses der aktiv? Warum ist er jetzt aktiv? Was soll das denn? Wie sind die alle aktiv? Was soll das denn? I'm ready. Das ist ja doof. So. Okay. Das ist ein bisschen blöd, wenn die alle aktiv sind, finde ich. My turn. So. Okay. Get ready. Ja, gehen wir dahin. Passt schon. I can do this. So, Levat geht auch dahin. Wir müssen immer diesen Ziffler schnappen. Aha. Let's go! Ich verstehe. Kommen wir noch nie dran. Märchen! Tell me where Princess Lenage is! Ja, wo hast du eigentlich den verfolgt? Vorher, als du das schon hattest. Princess? I don't know! Damn! Another dead end? Ja. Was? Wie kann ich jetzt da nicht. Hä? Wie kann ich da jetzt nicht hin? Ist ja auch irre. Wie kann ich da jetzt nicht hin? Wie kann ich da auch nochmal dran? Weiß ich jetzt auch nicht. Aber, naja, egal. Hä, wieso kann ich da jetzt nicht da vorbei annehmen? Mal vorbeilaufen. Aber wir haben ihn erwischt. Ja, irritiert mich jetzt ein bisschen. Wieso konnten wir eben da nur so ein bisschen laufen? Einen kleinen Bereich ablaufen. Verstehe ich jetzt nicht ganz. So. Ja. Verstehe schon. Aua. So, der kann da ein bisschen. Der hält ein bisschen mehr aus diesmal, ne? Also kann man Pyro 2 nehmen. Komm her. So. Ja, war man gar nicht mal so schlecht, hä? Jetzt ist er erstmal inaktiv, genau, das ist gut da oben. Da ist schon der Level ewig.
Warte mal, der ist ja. Ach ne, der ist dagegen, aber. Und war gegen Stichwaffen. Ah. So, 290. Machen wir mal. Ein bisschen Malus. Passt schon. Ja. Brauchen wir ja für 300 Schaden. Wie würden wir denn damit machen? 152. Wir können ein bisschen mit. Wir darf ein bisschen arbeiten. Mit Sakra. Mach mal. So. Ah, bringt man nicht ganz so viel, wie ich erhofft hatte. Okay, was hat er jetzt vor? Was macht er jetzt? Ach, das ist alles doof. Was soll das denn? Wie bringt er den um? Das glaube ich ja jetzt nicht, oder? Das, jetzt kann ich ja. Wieso greift er den an und macht den tot? Warum? Zum Teufel! Ach, das ärgert mich jetzt auch wieder, ey. Er rennt extra dahin. Calm down. Losing your temper won't solve anything. I know. Das ärgert mich jetzt auch total, ey. Das ist wirklich blöd. So. 150. Wenn wir Glück haben, ne? Können wir ihn damit erledigen, aber ob das klappt? Wir werden es feststellen. So, können wir machen. So. Na, ich hoffe, es bringt irgendwas. Ja, gut. Es hat gereicht. Dann ist alles okay. So. Dann haben wir den gleich schon mal gebunden. Hätte ich ja doch ihn einfach sofort vielleicht fangen sollen. Das konnte ich ja gar nicht. Hat er sofort in einem Zug hier gemacht, hier. Hey, wieso kann ich jetzt wieder nicht? Wieso kann ich wieder nicht so weit weg hier? Wieso kann ich nicht da in die Richtung laufen? Verstehe ich jetzt nicht. Ich bin zu hoch, ein bisschen. Das muss ich echt mal sagen. Dass ich das nicht ganz nachvollziehen kann. Wieso der jetzt nicht da vorbeilaufen kann, einfach.